Ist im DAX bei der 10.000-Punkte-Marke der Deckel drauf? Wie bin ich im Live-Depot positioniert? Was waren heute meine Trades und habe ich gewonnen oder verloren? All die Fragen beantworten wir im Video und eins kann ich schon vorab sagen, ich habe heute im Trading verloren. Es ist ein Turnaround Tuesday, es ist Monatsultimo. Wir haben das Rebalancing zum Monats- und Quartalsende und wir hatten heute Morgen noch den Morning Breakout. Das heißt, ich war heute long im DAX unterwegs und ich habe verloren, zeige ich dir auch gleich ganz transparent in dem Live-Trading-Depot. Ich zeige euch den Algo, zeige euch da die Performance, möchte aber vorher ganz kurz auf die 10.000-Punkte-Marke eingehen, weil die natürlich besonders wichtig ist. Und das Update gebe ich dir noch, bevor ich dann gleich in circa 10 Minuten joggen gehe. Das mache ich momentan jeden Tag, denn das Wetter ist schön. Man muss ja irgendwie seinen Sport machen, sonst fällt einem zu Hause auch der Deckel auf den Kopf. Die Decke auf den Kopf. Und der Deckel, der ist hier im DAX bei der 10.000. Das siehst du, die 10.000er-Marke wurde mehrfach angetestet. Erst in dieser Abwärtsbewegung, dann zuletzt jetzt hier am 25. März. Und heute wieder, wir haben wieder ein Gap-Up gemacht. Siehst du auch schön in den letzten Tagen Gap-Up, 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 Gap-Up. Hier kleines Gap-Down, aber relativ gering. Hier auch wieder Gap-Up, dann in der Morning-Session am Montag runtergehandelt und heute wieder Gap-Up. Also das Übernachtverhalten im Markt ist positiv, das werde ich... Deswegen werde ich meine aktuelle Long-Position auch über Nacht halten und ich zeige dir gleich das Live-Depot. Denke auch, obwohl wir jetzt hier zweimal deutlich an der 10.000er-Marke gedreht haben und auch hier vor, dass wir im Monatsultimo zumindest nochmal einen dritten Anlauf starten und zumindest diese alten Höchststände rausnehmen, solange wir hier die Marke auch von ungefähr 9.440 nicht unterschritten haben. Wie komme ich rauf? Was mir gut gefällt, ist momentan das Volumen der einzelnen Transaktionen geht langsam zurück. Diese extremen Stop-Huntings sind raus aus dem Markt und auf der anderen Seite ist auch die Volatilität geringer und du siehst hier in dieser Seitwärtszone, in dieser sogenannten Stauzone oder Congestion Zone, haben wir eben hier ein Seitwärtsverhalten im Markt, was tendenziell positiv ist, dass der Markt sich noch ein Stück weit weiter erholt und heute wäre der beste Tag gewesen, auch nochmal deutlich zu steigen. Der Markt hat es noch nicht ganz angenommen. Wir sind zwar noch minimal im Plus über den Tag gesprochen, aber ich denke, da könnte noch ein bisschen was kommen, deswegen will ich overnight noch drin bleiben. Muss aber auch gestehen, ich habe zweimal das Stop-Loss im DAX gefangen und zeige dir gleich das Live-Trading. Was mir gut gefällt, aktuell noch long zu sein, hier das Gap-Close auch mit dem Hammer, der Markt ist nach oben und ich weiß, viele Institutionelle werden vielleicht heute vor dem Closing in der Kasse noch rausgehen, also ihre Position jetzt vielleicht schon zumachen, um das Overnight-Risk nicht zu nehmen und ich könnte mir vorstellen, wie gestern, vorgestern, hier, hier und hier, dass wir vielleicht sogar nochmal einen Abwärtsgap sehen ins Rebalancing rein und deswegen werde ich in der Long-Position auch drin bleiben. Also momentan ist ein bisschen der Deckel drauf auf der 10.000, könnten wir aber vorstellen, dass wir durchlaufen. Die Programme der Zentralbanken sind ja Wahnsinn, ist ja jeden Tag was Neues. Heute die Fazilität für Fremdwährungen in US-Dollar, die Norges Bank, also Norwegen, kauft wieder mehr Kronen, 2 Milliarden Stück. Passiert eine ganze Menge und die Programme werden stetig ausgebaut. Und wenn dann eben hier im Markt die Volatilität hier durch die tatsächliche Volatilität gemessen runtergeht, du siehst es auch am WIX, der eben auch momentan geringer wird, dann ist es eher für mich ein Zeichen auch hier in den Märkten long zu sein. Trotzdem war es kein leichter Trading-Tag und wir schauen mal ganz kurz ins Live-Trading rein, um auch zu lernen, wo vielleicht noch Optimierungspotenzial ist. Trotzdem der Tag heute in einer saisonal guten Phase zum Quartalswechsel mit dem Turnaround Tuesday, mit dem Monatsultimo, mit dem Rebalancing. Da kann man nur long traden, das ist meine Analyse. Und wenn im Trading dann ein paar Punkte verloren gehen, dann ist es einfach so. Das gehört dazu. Keiner macht immer nur Gewinne, sondern wichtig ist am Ende des Tages, dass mehr gewonnen wird als verloren. Dann bist du ein guter Trader und dann wird dein Depot auch wachsen. Ich zeige euch beides, das diskretionäre Trading und den Algo, die sind momentan gleich auf, ist ja auch immer ein spannender Wettlauf, wer da besser abschneidet, der Mensch oder die Maschine. Wir schauen einfach mal ganz kurz in beide Depots rein. Schauen wir erst ins Live-Trading, hier siehst du den DAX-Stand, du siehst das Depot aktuell bei 154.000, da waren wir schon mal 1.000er höher, heute auch schon mal 2.000 tiefer. Du siehst hier die letzte DAX-Position, war auch ein Minus, ist jetzt schon wieder leicht im Plus. Schauen wir uns das Live-Trading-Depot einfach mal kurz an. Wir haben die Gold-Position, die hatten wir ja relativ früh aufgemacht, das war ja auch ein Video bei YouTube bei 15.19, dem Year-to-Date-Stand mit der Öffnung, also ab da an ist Gold tatsächlich im Plus gewesen und hatten wir diese Verknappungsdebatte, Gold mittlerweile 100 Dollar fast vorne oder 90, um genau zu sein, Stop-Loss bei der 15.81 und Take-Profit bei 1.650. Wir haben die Euro-Dollar-Position, die habe ich ja auch lang und breit am Wochenende beschrieben. Der Euro-Dollar-Trade war bei mir schon bei 1.11, war jetzt heute bei 1.09.50, hatte hier dann auch auf das Fibonacci-Retracement aufgesetzt.
Also hier siehst du nochmal ein bisschen Technik dazu. Hier auch in dem Kanal alles soweit in Ordnung. Ich schaue dann auch nicht zu viel auf diese kurzfristige Technik, sondern mir ist die Idee wichtiger. Die habe ich ja auch sehr ausführlich im YouTube-Video am Wochenende auch begründet. Und der Trade ist momentan plus minus null und du hättest ihn heute schon 50 Pips oder 70 Pips sogar günstiger bekommen. Wir haben den Monatsultimo mit dem S&P, sind wir auch gerade long, auch mehr oder weniger plus minus null, 6 Dollar im Plus. Und wir haben die Position im DAX, die wir gerade schon kurz gesehen haben, momentan 1200 Punkte im Plus. Take Profit hier bei der 10.000. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das heute auch noch sehen und würde in dem Bereich dann wahrscheinlich morgen Vormittag auch probieren, die Position zuzumachen. Bin auf jeden Fall bereit, das Overnight Risk, was für mich eher eine Chance ist, auch zu tragen. Schauen wir uns die letzten Positionen an, die heute gemacht wurden. Das hatte ich ja schon gesagt. Ich hatte zweimal eine Position probiert, auch auf der Long-Seite. Hatte heute Morgen den Morning Breakout getradet. Hat also hier das höhere Hoch nach 10 Uhr probiert zu handeln. Ist direkt mit 700 Euro in den Verlust gewarzt. Hat auch hier ein etwas weiteres Stop-Loss gehabt. Die nächste Order war auch gleich ein Verlust. Positionsgröße war dann ein bisschen größer mit 12 Einheiten, wo ich dann auch vor dem Trade saß und ich muss aufhören, darauf zu klicken. Und du siehst hier, Stop-Loss 9,77 ist passiert, Exit auch mit der kleinen Slippage, 100 Punkte verloren und dann aber wieder mit der aktuellen Position den Wiedereinstieg, das gehört im Trading eben auch dazu, dann sogar zum schlechteren Preis, also der Kurs hat sich erholt. Mir war es wichtig, dass wir hier eben auch eine kleine Korrektur sehen. Gehört im Trading einfach dazu, Verluste cutten und Gewinne dann eben ein Stück weit laufen lassen. Warum ist die Positionsgröße jetzt hier ein bisschen größer? Weil ich eben auch über den Tag Gefühl für den Markt aufgebaut habe, weil ich eben mich auch ein bisschen reingedacht habe und damit im Rahmen meines Risiko- und Money-Managements hier ein Stück weit auch die Position ausbauen konnte. Habe das heute auch bei Discord für die Community nochmal mit kommentiert, wollte es aber hier auch noch über das Video zeigen. Und der dritte Trade wäre dann auch der letzte gewesen, wäre der Stop hier gezogen, hätte ich mich für heute auch aus dem Markt rausgenommen. Ich bin jetzt aber positiv, dass wir hier die 80 Punkte auch noch Richtung 10.000er Marke sehen. Und schauen wir uns den Algo noch an. Den können wir auch noch mal kurz übertragen. Hier der Algo-Investor, siehst du auch, die Performance ist ein bisschen shaky in der letzten Zeit durch die höhere Volatilität, aber das Ergebnis sieht nach wie vor sehr gut aus und auch das Intraday-Ergebnis hier mit dem S&P-Long, mit dem DAX-Long sieht das ganz gut aus. Wir können auch nochmal ein Update machen, damit du siehst, dass das auch ein Echtgelddepot ist, wo dann eben auch die täglichen Schwankungen drinstecken. Und auch der März mit einem kleinen Plus, hauptsächlich aus den Positionen im DAX, natürlich vom starken Turnaround Tuesday. Und Future und Gold hat Geld gekostet, aber es sieht insgesamt auch hier in der automatisierten Umsetzung relativ gut aus. Das zum Live-Depot und damit ist das Video auch lang genug. Wie immer, Daumen nach oben, gerne auch kommentieren und unbedingt abonnieren, damit du keinen Trade verpasst, denn du siehst ja, wie viele Möglichkeiten die Märkte hier geben. Du siehst, die Ergebnisse sind gut. Und mit dem Content möchte ich dich auch motivieren, diese Strategien wie den Monatsultimo, wie den Turnaround Tuesday und das Rebalancing mit zu nutzen. Es sind immer wieder die gleichen Dinge, das merkst du, wenn du den Kanal abonnierst, die ich trade. Und du siehst ja, die Ergebnisse insgesamt sind durchaus sehenswert in so einer Phase, wo die meisten verlieren. Steht hier year to date 10% in Profit, im Live-Trading steht ein Profit. Und da sollte man das Wissen auch annehmen und umsetzen, denn es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Deswegen nimm die Ideen gerne an, probier das für dich zu bewerten und vielleicht kannst du damit deine Ergebnisse auch tatsächlich verbessern.